Lilo, aus aktuellen Manglers ein kleiner Hinweis, aber eigentlich weniger für uns Linux-User, sondern für Windows-User ganz ungewöhnlich. Windows 10, ja. Windows 10 wird eine Linux-Bash kriegen. Eine Linux-Bash, ja. Optional kann man die installieren. Und das ist nicht nur eine Linux-Bash, das ist Canonical, das ist Ubuntu. Das da drauf ist Linux WSL. WSL, Windows-Subsystem für Linux, also für Windows, das sieht dann ungefähr so aus. Ja, also wenn man unter Windows 10 ist, ne, und auf der Command ist, ne, und gibt ein Bash, ne, eigentlich die Shell von Linux, sag ich jetzt mal, dann lädt es Ubuntu runter, ne, auf Windows runter, von Canonical quasi, ne. Wenn man auf diesen Lizenzlink geht, dann kommt man auf die Ubuntu-Seite. Ne? Das ist nur eine Weiterleitung. Jawohl, lädt es runter von dem Windows-Store. Also Ubuntu-Binaries, die unter Windows laufen, werden runtergeladen. Und da mit drin, in dem Ubuntu für Windows, ist unter anderem halt die Bash mit drin. Und hier sieht man dann, ist man eingeloggt als Root at Localhost unter Windows. Ne? Und mit den typischen Pfaden, Linux-mäßig, ne? Seht ihr, wie die Schrägstriche sind. Ohne Laufwerksbuchstaben und das war die normale Shell, ne? Slash andersrum und Laufwerksbuchstaben. Ja, und dann kann man, ne? The Environment will stand open. Kein Problem mehr, die Bash unter Windows laufen zu lassen. Bash on Ubuntu on Windows. Das kann man auch in diesem Artikel nachlesen. Also ich dachte erst, wäre ein April-Scherz, ist aber nicht. Ne? Weil ist schon vorbei, der 1. April. Ne? First Release of the Brand New Technology. Ne, ihr könnt ja mal lesen. Bash unter Ubuntu auf Windows 10 bald in eurem Terminal beziehungsweise eurem CMD von Windows 10, wenn ihr überhaupt noch Windows benutzt. Also ich benutze keins mehr. Also mir könnte das eigentlich egal sein, fand ich aber der Erwähnung wert. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Ich bleibe bei Linux.